Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalat, wassalam, wa rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, in der letzten Episode vom Dawa-Kurs haben wir darüber gesprochen, wie man Fragen beantwortet, beziehungsweise wir haben über grundsätzliche Regeln und Prinzipien gesprochen, die man bei der Beantwortung von Fragen beachten muss. Erstmal, dass es nicht um die Beantwortung der Frage an sich geht, sondern dass das prinzipielle, primäre Ziel darin besteht, die Botschaft zu überbringen. Ja. Die zweite, dann haben wir auch darüber geredet, welche Fragen, Kategorien es gibt. Es gibt beispielsweise Fragen, die man nicht beantworten kann, Fragen, die man beantworten kann. Fragen, die vor einem Publikum gestellt werden, Fragen, die im privaten Rahmen gestellt werden, etc. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, nochmal zu diesem Video zurückzugehen. Heute geht es um eine Kategorie von Fragen, die sich mit der Rolle der Frau im Islam beschäftigen. Denn das sind die Fragen, die meistens gestellt werden, oder das sind die kritischsten Fragen. Der Hauptangriffspunkt oder einer der Hauptangriffspunkte ist heutzutage die Rolle der Frau im Islam. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, das sind im Prinzip 10 Fragen, die gestellt werden. Und wenn man Dawa macht, sollte man auf diese 10 Fragen eine Antwort haben. Ich möchte in diesem Dawa-Kurs keine detaillierte Antwort auf jede Frage geben. Wer mehr will, der kann wer die Frage detaillierter beantworten will, der kann auch zurückgehen zu dem Video Die Frau im Islam. Ja, da kann er sich das nochmal angucken. Und natürlich muss man die Frage nicht unbedingt so beantworten wie ich. Ich will nur einige Grundprinzipien aufstellen, einige Vorschläge machen, wie man diese ganzen Fragen gut beantworten kann. Dann muss man erstmal wissen, warum ist eigentlich die Rolle der Frau im Islam einer der Hauptangriffspunkte? Ja. Erstens, weil die Frau im Islam unheimlich wichtig ist. Und deswegen wird versucht, die Frau bezüglich des Praktizierens des Islams zu demotivieren. Denn die Frau ist sozusagen mit der Schlüssel zur Verbreitung des Islams. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat gesagt, Tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, heiratet, denn ich will durch eure Anzahl die anderen Umam, die anderen Glaubensgemeinschaften am jüngsten Tag übertreffen. Das heißt, man soll heiraten, um Kinder zu kriegen. So, und deswegen, die Frau wird angegriffen, damit sie diesem Prinzip nicht entspricht. Wir wissen, die westliche Welt ist gerade dabei unterzugehen. Weil durch die Ideologie der Selbstverwirklichung die Familie massivst angegriffen wird. Was meine ich damit? Es ist heute so, dass die meisten Familien in Deutschland nur wenige Kinder haben. Und nicht nur in Deutschland, sondern allgemein in der westlichen Welt. Und das heißt, in der Zukunft wird der Westen nicht in der Lage sein, sich selber zu regenerieren von diesem Problem. Das heißt Rentenversicherung etc. Das heißt, diese Gesellschaft ist auf dem Rande der Zerstörung. Ist am Rande der Zerstörung. Das heißt, es wird in den nächsten 50 Jahren die westliche Zivilisation untergehen, wenn das so weitergeht. Ja? Es sei denn, es kommt zu einem riesengroßen Völkermord oder andere Länder werden platt gemacht oder was auch immer, oder es kommt zu einer ideologischen Veränderung. Aber hier ist es so, dass durch diese Selbstverwirklichung, ja, ich muss viel Urlaub haben und man muss sich selber verwirklichen und Job haben und dieses haben und so viel Geld haben wie möglich, deswegen muss jeder arbeiten. Dadurch kommt es dazu, dass die Familien durchschnittlich zu wenige Kinder kriegen und dadurch geht es bergab. In Deutschland hat die durchschnittliche Familie 1,3 bis 1,4 Kinder. Das ist zu wenig, um diese Gesellschaft fortbestehen zu lassen. Und es ist nicht in Aussicht, dass sich das verändert. Höhere Kindergelder etc. bringen auch nichts. Es bringt alles nichts. Und deswegen wird der Islam angegriffen und deswegen wird vor allen Dingen auch die muslimische Frau angegriffen, damit die Muslime nicht immer mehr werden, weil der Westen so rechnet, man rechnet damit, umso mehr Muslime es gibt, umso mehr Kraft haben sie auch. Ja?
Deswegen wird die Rolle der Frau angegriffen, um die Frau vom Islam wegzubringen. Die zweite Sache ist, oder der zweite Punkt, warum die Rolle der Frau so angegriffen wird, ist, dass man im Westen auf die Errungenschaften, die man gemacht hat, sehr stolz ist. Und es gerade im Westen vor 150 Jahren wurde hier noch die Frage gestellt, ob die Frau überhaupt eine Seele hat. Ja, das, was der Islam den Frauen vor 1400 Jahren gegeben hat, Erbrecht, dass sie versorgt werden, etc., auch, dass sie in gewissen Situationen sich scheiden lassen können und so weiter. Davon war der Westen Jahrhunderte weit entfernt. Jahrhunderte weit entfernt. Durch den Humanismus und durch die Aufklärung hat man es geschafft im Westen, dass man sozusagen im Allgemeinen auf gleiche Rechte gekommen ist. Das heißt, heute ist es eigentlich so, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, obwohl es in der Realität in einigen Fällen auch anders aussieht, wie beispielsweise im Berufsleben ist es so, dass des Öfteren Frauen für denselben Job, den Männer machen, einen geringeren Lohn bekommen. Aber dadurch denkt der Westen, dass sie das Nonplusultra in der Rolle der Frau erreicht hätten, dass alles, was dieser Ideologie oder diesen Rechten widerspricht, falsch sei. Und das muss man nochmal sagen. Und wenn wir von Errungenschaften reden, ich möchte hier betonen, dass wir nicht alles, was es im Westen gibt, als falsch ansehen. Sondern es gibt sehr viele Sachen, die positiv sind, sehr viele Errungenschaften, die man auch mit seinem Gehirn, mit dem Verstand, mit dem Intellekt gemacht hat. Aber es gibt auch Grenzen, weil der Intellekt auch seine Grenzen hat. Und das muss man verstehen. Und deswegen, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja, wir sagen, die Situation der Frau in Europa, im Westen, hat sich im Allgemeinen verbessert, wenn man das mit früheren Zeiten vergleicht, oder wenn man das auch mit antiken Zivilisationen vergleicht. Aber im Allgemeinen sagen wir, dass der Islam die beste Solution hat, die besten Regeln hat, weil die Regeln des Islams von Gott gemacht wurden und Gott den Menschen am besten kennt. Und das Wissen Gottes unbegrenzt ist, wohingegen das Wissen des Menschen begrenzt ist. Das heißt, Gott weiß Sachen, die passieren und weiß Sachen, die nützlich sind. Oder kennt Sachen, die nützlich sind, die der Mensch nicht kennt. Und das ist das. Wir sehen jetzt beispielsweise, dass auf den ersten Blick sich die Lage der Frau klar und deutlich verbessert hat, wenn man es von vor 150 Jahren, wenn man es mit der Lage der Frau in Europa vor 150 Jahren oder vor 300 oder vor 500 Jahren vergleicht. Aber zur selben Zeit sehen wir, dass diese Ideologie dazu führt, dass es immer weniger Kinder gibt und dass man sich im Endeffekt selber vernichtet. So, und Gott weiß, wo die Grenzen sind. So, das heißt, hier liegt das große Problem. Der Westen geht von einer Art Darwinismus in der Entwicklung der Systeme aus. Das heißt, der Westen ist militärisch, wirtschaftlich etc. überlegen, weil sie angeblich das beste System hätten, säkulare Demokratie. Und deswegen sollte jeder Mensch diese Einstellung haben, weil sie dann auch denselben Fortschritt haben würden. Was aber falsch ist, weil technologischer Fortschritt ist erstens kein Beweis dafür, dass eine Zivilisation überlegen ist in anderen Bereichen. Technologischer Fortschritt ist auch etwas, was durch den Islam nicht gehemmt wird, in keinster Weise. Das sind Dinge, die immer vorgeworfen werden. Drittens, technologischer Fortschritt kann auch in anderen Bereichen ein Rückschritt sein, wie beispielsweise Umweltverschmutzung etc. Jetzt müssen wir eine Grundprinzipien verstehen. Erstens, sind Mann und Frau gleich? Wenn du als Muslim sagst, Mann und Frau sind nicht gleich, dann wirst du hier attackiert und angegriffen. Wie kann er nur sagen, Mann und Frau sind nicht gleich? Ja, das sind jetzt einige Grundprinzipien zum Thema, die man am Anfang verstehen sollte, bis ich auf die einzelnen Vorwürfe eingehe. Sind Mann und Frau gleich? Wenn man im Westen fragt, wird gesagt, Mann und Frau sind gleich. Und das ist etwas, was der Realität widerspricht.
Denn Mann und Frau sind nicht gleich. Und übrigens, führende Juristen in Deutschland, als es um Diskussionen ging, um das Grundgesetz etc., die haben beispielsweise Unterschiede zwischen Mann und Frau gemacht. Und im Endeffekt wurde die Meinung dieser führenden Juristen nicht akzeptiert. Wenn man sich beispielsweise Bücher durchliest über Entstehung des Grundgesetzes, über Entstehung der Gesetze in Deutschland, da findet man, dass es dort große Diskussionen darüber gab, dass der Mann von Natur aus her anders ist als die Frau, von Natur aus her eigentlich der Führer beziehungsweise ja, der Führer in der Familie ist. Da kann man zu einigen Büchern, die sich mit Jura beschäftigen, beziehungsweise mit der Entwicklung des Gesetzes in Deutschland beschäftigen, kann man zurückgehen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, im Islam, wir sagen, Mann und Frau sind nicht gleich. Von der Natur her. Es gibt physiologische und psychologische Unterschiede. Und das kann auch eigentlich kein Mensch verleugnen. Was physiologische Unterschiede angeht, das wird jedem klar sein. Ansonsten sagen wir, warum gibt es jetzt im Jahr 2011 eine Frauenfußball-WM? Warum spielen die Frauen nicht mit den Männern zusammen? Weil jeder weiß, dass wenn die Frauen gegen die Männer spielen, keine Chance haben. Wenn jetzt die deutsche Nationalmannschaft ja, gegen eine, weiß ich nicht, Oberligamannschaft im Fußball spielen würde, dann würden sie abgezogen werden. Sie hätten absolut keine Chance. Und das ist die Nationalmannschaft. Stell dir mal vor, die deutsche Nationalmannschaft würde gegen eine Oberligamannschaft im Männerfußball spielen, wie die deutsche Männernationalmannschaft die abziehen würde. Aber hier ist es genau andersrum. Das heißt, physiologisch, das kann gar keiner verleugnen. Dies zu verleugnen, ist völlig irrational. Die andere Sache ist, wer kriegt die Kinder? Wer stillt die Kinder? Es ist ganz klar. Und hier wird immer dieses Beispiel gebracht, und weil einige Leute, die versuchen, sich an diesem irrationalen Konzept festzuhalten, die versuchen dann Beispiele zu bringen, sagen, ja, diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind eigentlich nur anerzogen. Wie beispielsweise, mit welchem Spielzeug spielen die Kinder, ja? Die Frau, das Mädchen spielt mit Püppchen und der Junge spielt mit Autos und so weiter und so fort. Aber man hat Versuche gemacht mit Säuglingen, denen ja noch nichts anerzogen wurde. Und das wurde unter anderem in Israel wurde dieser Versuch gemacht. Und da hat man denen Spielzeuge vorgelegt. Säuglinge, die ihre Arme noch nicht richtig bewegen können und so weiter. Man hat gesehen, dass das männliche Baby die Spielsachen anguckt, die eigentlich für Jungs sind. Das heißt, anders darauf reagiert als auf das Spielzeug für Mädchen. Und dass das weibliche Baby genau das andere macht. Man hat in Kibbutzen in Israel, man hat einen Versuch gemacht. Man hat versucht, Kinder zu isolieren von der Familie, dass sie nicht von außen beeinträchtigt wurden. Sie wurden gleich aufgezogen. Was am Ende dabei rauskam, war, dass sich die Mädchen anders verhalten haben als die Jungs. Obwohl man extra versucht hat, diese äußerlichen Einflüsse zu verhindern. Das heißt, zu sagen, Männer und Frauen seien physiologisch und psychologisch gleich, ist völlig irrational. Und übrigens, eine Regel stellt man nicht anhand der Ausnahme auf. Ja? Weil dann kommt vielleicht irgendjemand mit einer Ausnahme. Ja, da gibt es ja diese eine Boxerin so und so, die haut vielleicht den oder den um. Nee, wir reden von der Regel. Ja, wir reden von der Regel. Jetzt, und das heißt übrigens nicht, dass die Frau schlechter ist als der Mann, sondern der Mann hat gewisse Prioritäten oder der Mann hat gewisse Eigenschaften, wo er stärker ist als die Frau und die Frau hat gewisse Eigenschaften, wo sie stärker ist als der Mann. Hat man schon mal gesehen, dass ein Land eine Armee von Frauen irgendwo hingeschickt hat? Das sind alles in der Geschichte Sachen, die vielleicht in Ausnahmesituationen vorgekommen sind, aber es ist einfach lächerlich. Und das muss man festhalten. So, wenn wir jetzt sehen, dass Mann und Frau, das ist jetzt gerade die Grundlage vom Dawa-Kurs, das muss man anfangs verstehen, und ich gebe euch immer den Tipp, auch vor dem Spiegel praktisch mal zu üben, das zu erklären. Dass ihr das nehmt und ihr versucht, vor dem Spiegel zu reden, frei zu reden. So, jetzt.
Wenn Mann und Frau von der Natur her gewisse Unterschiede haben, dann ist es auch logisch, dass es in den Regeln, in den Gesetzen gewisse Unterschiede gibt. Denn was ist ein Gesetz eigentlich an sich? Was ist ein Gesetz? Ein Gesetz ist dazu da, um gewisse Abläufe zu regeln, gemäß der Natur der Sache. Ich gebe ein ganz banales Beispiel im Straßenverkehr. Warum ist es im Straßenverkehr verboten, mit 200 km/h durch die Ortschaft zu rasen? Ja, es gibt natürlich jetzt einige Leute, das müsst ihr immer wissen, die einfach unehrlich zu sich selber sagen, was ist das denn für ein Beispiel? Nee, ich gebe extra ein banales Beispiel, was jeder versteht. Warum ist das verboten, mit 200 durch die Ortschaft zu rasen? Weil von der Natur der Sache ist es so, dass wenn du dass die Ortschaft zu eng ist, was ist? Dass die Ortschaft, ja. Weil von der Natur der Sache ist es so, dass die Ortschaft zu eng ist, als dass du mit 200 km/h durch die Ortschaft fährst, weil du nicht den Überblick hast und nicht die Zeit hast zu bremsen, wenn beispielsweise ein Kind über die Straße geht und so weiter. Auf der Autobahn dahingegen ist es anders. Da hast du eine größere Übersicht. Da gibt es nicht so viele Straßen und Sackgassen und so weiter. Und du hast genügend Zeit, in gewissen Situationen zu stoppen. Deswegen gibt es auf der Autobahn Strecken, wo du 60 fahren darfst, Strecken, wo du 80 fahren darfst, Strecken, wo du 130 fahren darfst und mehr fahren darfst. Warum? Weil die Natur der Sache dir zeigt, hier kannst du so schnell fahren, weil du auf dieser Strecke genügend Überblick hast. Aber wenn du in einer Kurvensituation bist, ist diese Geschwindigkeit einfach zu schnell, als dass du sicher fahren kannst. So, das heißt, das Gesetz wird angepasst an was? An die Natur der Sache, so wie sie nützlich ist. Das heißt, wenn Mann und Frau gleich sind, beziehungsweise wenn Mann und Frau nicht gleich sind, dann ist es auch von der Natur der Sache, dass es unterschiedliche Regeln in gewissen Bereichen gibt. Und wenn es das nicht gibt, das ist das eigentlich ein Zeichen von Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Denn was heißt Ungerechtigkeit? Was heißt Unterdrückung? Was ist eine Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit, das kommt von Recht. Und Recht, das kommt von richtig. Etwas, was richtig für eine Sache ist. Und was ist richtig für eine gewisse Sache oder für eine Person? Das, was der Natur der Sache entspricht. Beispielsweise, wenn wir in einen Zoo gehen. Und da ist ein Tier, das von seiner Natur her jeden Tag tausende Kilometer läuft. Und du tust dieses Tier, du sperrst dieses Tier in einen Käfig ein, wo es sich kaum bewegen kann. Dann hast du dieses Tier ungerecht behandelt, weil es nicht richtig ist für dieses Tier, weil es nicht der Natur dieses Tieres entspricht, in so einem engen Raum gefangen zu sein. Das heißt, es ist gegen die Natur. Jetzt fragen wir, und das sind wichtige Grundlagen, die wir verstehen müssen. Der Islam, wer macht die Gesetze dort in erster Linie? Es gibt gewisse Gesetze, die der Mensch machen kann. Ja, aber der Mensch darf keine Gesetze machen, die dem Gesetz, den Regeln widersprechen, die Gott gemacht hat. Okay? Na jetzt. Wer macht die Gesetze? Gott. Allah. So. Was sind die Eigenschaften von Gott? Erstens, dass er jedes Detail kennt. Er ist der Wissende. Und dass er weiß, was in der Zukunft passiert. Egal an welchem Ort. Kann der Mensch das? Nein. Der Mensch weiß weder jedes Detail von einer Sache. Selbst in der Medizin, in Bereichen, die völlig ergründet, die als völlig ergründet gelten, findet man
sieht man, dass fast jedes Jahr neue Erfindungen gemacht werden. Das heißt, der Mensch hat weder Wissen über jedes Detail einer Sache oder sogar noch nicht mal über jedes Detail des Menschen selber. Man sagt, dass nur 40% des menschlichen Körpers durch die Wissenschaft ergründet und detailliert beobachtet und untersucht worden. Nur 40%. Obwohl die Medizin der Bereich der Wissenschaft ist, der am meisten gefördert, mit am meisten gefördert wird. 40%. Jetzt. Der Mensch weiß auch nicht, was in der Zukunft passiert. Von daher ist es völlig unlogisch, dass ein Mensch das beiseite schiebt, was Gott ihm offenbart hat, für das, was ihm sein eigener, begrenzter Verstand sagt, der bewiesenermaßen schon 10.000 Mal fehlerhafte Untersuchungen gemacht hat. So, das erstmal zum Grundprinzip. Und ich möchte hier an dieser Stelle sagen, das ist kein Angriff oder das, was wir hier vorhaben, ist nicht die Beseitigung des Grundgesetzes. Ich habe schon gesagt, mein Ziel beschränkt sich darauf, den Islam zu verkünden. Aber um den Islam zu verkünden, muss ich auch Grundprinzipien erklären. Und ein Grundprinzip des Islams ist der Tauhid, der Ein-Gott-Glaube, der Glaube an die Einzigartigkeit und die Einheit Gottes, Allahs. Und dazu gehört auch, dass man glaubt, dass Gott allwissend ist und dass Gott das Recht hat, uns Menschen zu bestimmen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das ist das theoretische Konzept. In der Praxis, da wird man sehen, weil es kommt dann, weil das ist heute der Angriff, weil der neue Gott ist säkulare Demokratie. Der darf nicht angegriffen werden. Man wird sehen, in der Praxis wird man in keinen einzigen Punkt, durch den Islam dazu gezwungen, ein Gesetz in Deutschland zu übertreten. Man wird in der Praxis in keinem einzigen Punkt dazu, vom deutschen Gesetz dazu gezwungen, etwas zu tun, was im Islam eine Sünde ist. Mir ist es zumindest nicht bewusst. Denn das müssen wir verstehen. Keiner kann von dir als Muslim erwarten, dass du sagst, ich glaube, dass das Grundgesetz besser ist als der Islam oder die Scharia. Erstens wärst du dann ein Nicht-Muslim. Ja? Zweitens, das ist von vornherein völlig absurd und wir würden mal fragen, warum wird einem Juden diese Frage nicht gestellt? Ob er die Tora besser findet oder gültiger findet oder moralisch besser findet als das Grundgesetz. Warum wird einem Christen nicht gefragt, ob er das Neue Testament als besser ansieht als das Grundgesetz? Das wird nicht gefragt. Warum? Weil diese Religionen in Deutschland ja, auf dem absteigenden Ast sind. Und der Islam ist die neue Herausforderung, die kommt. Zum Beispiel kein Priester, kein Bischof würde sagen, das ist die Heuchelei, die wir in der Politik sehen, würde sagen, ja, Herr Priester, so und so, bei Ihnen in der Bibel steht 1. Petrus 3, Vers 1, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. In 1. Korinther 11, Vers 7 steht sinngemäß, dass der Mann besser ist als die Frau. Hier bei Ihnen in der Bibel, Jesus Sirach 43, 13 oder 43, 12 oder 42, 12, da steht, ein unfreundlicher Mann ist besser als eine freundliche Frau. Glauben Sie, dass das richtig ist? Oder glauben Sie, dass das falsch ist? Es wird keiner sagen können, ich glaube, das ist falsch. Weil dann hat er die Bibel verleugnet. Hat er das Wort Gottes verleugnet. Hier Jesus Sirach 42, Vers 14. Besser ein unfreundlicher Mann als eine freundliche Frau. Ja. So, das dazu. So. Zweitens, wenn wir die Lage einer Person betrachten, das ist sehr wichtig, wenn man mit Leuten darüber redet, diskutiert. Ja, aber wir fragen uns, warum ist das eigentlich so, dass man immer die muslimische Frau so bedauert und retten will?
Und dann sagen wir, rette dich doch erstmal. Wie viele Leute begehen Selbstmord in Deutschland? Wie viele Frauen kommen mit ihrem Leben nicht klar? Jedes vierte Mädchen will eine Schönheitsoperation haben. Wie viele Probleme gibt es in Deutschland? Wie viel Vergewaltigung gibt es allein in Amerika? 2000, über 2000 pro Tag. Ja? So, warum immer die Frau im Islam? Jeder will sie retten. Rette dich selber, frag die Frau mal, ob sie gerettet werden will. Dann wird man sehen, dass die Frauen oft mehr hinter dem Islam stehen als die Männer. So. Und dann gibt es noch diejenigen, denen eingeredet wurde, wie schlecht es ihnen geht, die von dieser Gehirnwäsche manipuliert wurden. Das ist wie damals in der DDR gewesen. Ja? Glaub es mir, in der DDR, die Leute, die haben ihr Leben riskiert, viele. Ja? Und da werden viele werden sauer sein, wenn ich das sage. Aber wie viele haben damals ihr Leben riskiert? Und als die Mauer gefallen ist, wie viele haben danach gesagt, ja, so eine große Veränderung ist es gar nicht. So eine große Veränderung ist es gar nicht. Eigentlich fast genau dasselbe wie. Aber Manipulation. Die Leute haben damals gedacht, ja, wundert, wie schlecht es ihnen gehen würde. Hier, und er ist gerade am Nicken, weil er auch früher zu BRD-Zeit immer in die DDR gefahren ist. Und es wurde dort den Menschen förmlich eingeredet, von hinten vielleicht auch von Spionen oder was auch immer, wie schlecht es ihnen geht. Ja, man darf, wir haben nur diese Autos, wir haben keine Milka-Schokolade und so weiter. Ich weiß das noch gut von meiner Oma. Meine Oma damals, wir haben Verwandte in Mecklenburg-Vorpommern. Ja? Weil meine Oma, die ist Flüchtling, die sind aus Ostpreußen gekommen. Ja? So. Die sind damals geflüchtet über Dänemark, als die Russen dort eingeflogen sind. Und meine Oma, ja, die ist dann nach Westdeutschland gekommen und der andere Teil der Familie ist nach Mecklenburg-Vorpommern. So. Und damals, zu BRD-Zeiten, hat meine Oma immer Essenspakete nach Mecklenburg-Vorpommern geschickt. Und die ist heute richtig sauer auf ihre Verwandten auch, weil sie hat das damals immer geschickt und dann hieß immer auch die armen Menschen dort und die haben dieses nicht und die haben jenes nicht und die geht es ja so schlecht und so weiter. Und dann sagt die, und jetzt nach der Wende sind die auf einmal am sagen die auf einmal, ja, eigentlich ging es uns früher noch besser als heute, weil jeder hatte einen Job und es war so und so. Ja, das heißt, warum haben aber damals die Menschen wirklich so sehr dafür gekämpft? Weil ihnen eingeredet wurde, wie schlecht es ihnen geht. Und so ist es heute auch bei vielen Frauen aus muslimischen Elternhaus. Denen wird beigebracht, den ganzen Tag im Fernsehen. Boah, guck mal, dir geht es so schlecht. Du darfst keinen Freund haben, gerade im Pubertätsalter. Und guck mal, die sind alle frei, jeder liest Bravo, ja, Frau Dr. Sommer und so weiter, ja. So. Und diese Leute, diese einzelnen Leute, die beeinflusst wurden durch die Medien, die werden benutzt. Nicht ohne meine Tochter. Ja. Oder dann werden irgendwelche Geschichten erzählt von Frauen, die mit dem Islam gar nichts zu tun haben. Ja. Da kommt eine Türkin, zieht sich für den Playboy aus. Es ist eigentlich gar nicht wert, das zu erwähnen. Und dann wird das auf einmal verkauft als Emanzipation. Das ist dann auf einmal Emanzipation, weil sie sich für den Playboy ausgezogen hat. Hä? Gab es noch keine Frau aus muslimischem Elternhaus, die aus der Reihe getanzt ist? Und dann kommt diese Türkin und sagt, ja, ich war in der Jugend immer so unterdrückt gewesen. Und damit wollte ich jetzt einen Beitrag halten für die Emanzipation. Musst du dir mal vorstellen. Ach, demnächst dreht sie einen Pornofilm mit und dann sagt sie, das ist Emanzipation. Und übrigens wollte ich an dieser Stelle sagen, für die Schlauberger, ja, wir leben hier in Deutschland und jeder hat hier schon solche Sachen gehört. Und Pornofilm, ja, dieses Wort ist keine Fäkalsprache und das ist kein obszönes Wort, sondern das ist die Beschreibung von einer bestimmten Art von Filmen. Nichts anderes. Ja? Was kommen die Leute, warum benutzt er solche Worte? Das ist überhaupt kein schlechtes Wort. Dann lern erstmal Deutsch. Ja? Weil ich kenne schon meine Pappenheimer. Ja, was sagen wir zu so einer Frau? Ja. Ist eine Prostituierte. Ganz einfach, eine Prostituierte ist das. Ja, die zieht sich aus für Geld, damit die Männer sagen, boah, du siehst aber gut aus. Die andere geht nur einen Schritt weiter, die zieht sich aus und schläft mit Männern für Geld. Das ist einfach nur eine andere Art von Prostitution. Ganz einfach.
Und das zeigt, dass diese Frau keinen Charakter hat und unmoralisch ist. So, aber das wird dann verkauft. Hier, guck mal, muslimische Frau, guck mal. Eine hat es vorgemacht. Hier, ihr müsst frei sein. Freiheit ist dann, sich nackt auszuziehen. Ja. Und wenn du sagst, das ist unmoralisch, dann bist du Prüde. Dann sind wir gerne Prüde, gar kein Problem. Aber auf jeden Fall, das ist der Punkt. So. Das heißt, wenn wir gucken wollen, was ist die Situation einer Person gut oder schlecht? Ist die Situation der Muslimin im Islam gut oder schlecht? Was müssen wir gucken? Wir müssen gucken, was ist das Ziel dieser Person? Ein Homosexueller. Sein Ziel ist, einen Mann zu finden, mit dem er Geschlechtsverkehr treibt. So. In einer muslimischen Gesellschaft wird er diese Gesellschaft als positiv ansehen, wenn Homosexualität verboten ist, wenn es dort keine schwulen Bars etc. geben darf, wird er das besehen? Nee. Weil sein Ziel ist was? Sein Ziel ist, Dinge zu tun, die ihm in die Hölle führen. Ein Mann, der am liebsten jeden Tag eine andere Frau hat. Und die übelsten Dinge macht. So. Wird der die Situation in Deutschland als gut in Saudi-Arabien als gut ansehen, wo es keine Prostitution gibt? Nee. Ein Mann, der gerne mit kleinen Kindern schläft, wird er die Situation in Deutschland als gut ansehen? Nee, der will nach Thailand fahren, weil er sich dort jeden Tag 10, 11-Jährige schnappen kann. So einfach ist das. Das heißt, wir müssen gucken, was ist das Ziel von einer Person. Wenn du sagst, der Muslimin geht schlecht, dann fragen wir, warum denn? Ja, die darf gar keinen Freund haben. Ja, die darf sich gar nicht anziehen wie Lady Gaga. Ja, die darf dieses nicht, darf jenes nicht und so weiter. Aber die Muslimin sieht es aus einer ganz anderen Perspektive. Weil die Muslimin, die richtige Muslimin, ich rede nicht von Lale, die in der Disco hinter der Theke steht, die Gogo-Tänzerin dort ist und dann in den Johnny Walker einschüttet, sondern ich rede von der wahren Muslimin, die den Islam liebt und die Allah über alles liebt. Was will die? Die will gar keinen Freund haben. Die will einen Mann haben zum Heiraten. Die will sich gar nicht offen kleiden, oder was heißt offen kleiden? Die will sich gar nicht freizügig kleiden, sondern die will sich so kleiden, wie es Allah gefällt. Die eine Frau will sich so kleiden, wie es den lüsternen Blicken gefällt, damit die sagen, boah, du siehst aber gut aus. Ja? Die andere will sich so kleiden, wie es Gott gefällt. Das heißt, diese Perspektive, die müsst ihr, wenn ihr mit Leuten über die Rolle der Frau redet, müsst ihr die besprechen. Dann werden sie dir kommen mit, ja, aber hast du nicht gehört von, da gibt es doch die Frau hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen in Berlin, die Ehre und so weiter. Die sagen, wir reden von Islam und wir reden von der Regel. Wir reden nicht von irgendwelchen Ausnahmen. Wir reden vom Islam. Wie viele Frauen mit Kopftuch kennst du? Keine. Ja, also, was urteilst du darüber? Was urteilst du über die Lage der Frau? So. Das nächste ist die Ideologie der Freiheit. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Denn was ist das überhaupt, Freiheit? Jeder hat seine Grenzen. Es gibt überall seine Grenzen. Nur in Deutschland gibt es eine andere Art von Freiheit. Das heißt, es gibt die Freiheit, sich so gut wie du kannst selbst zerstören zu können. Mit Sachen, die schlecht für dich sind. Und im Islam gibt es verschiedene Dinge, die dir verboten sind, weil sie schlecht für dich sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, in Deutschland ist es verboten, Selbstmord zu begehen. Wenn du Selbstmord begehst, wenn die dich daran hindern können, hindern die dich daran. Wenn dich jemand findet, wenn jemand die Pulsadern sich aufschneidet, ja, und der liegt im Badezimmer, und ist am Verbluten und ist schon ohnmächtig geworden. Die Polizei kommt rein. Oder dann rufen die sofort einen Krankenwagen. Der kommt, schließt das und die kommen direkt mit einer Bluttransfusion. Warum? Die wollen dich retten. Warum lassen sie sich einfach töten? Freiheit! Stirb doch, wenn du Lust hast.
Wenn ich an einen goldenen Schuss setze, die versuchen, den noch rauszuholen aus dem Tod. Das siehst du jedes Mal. Warum lass dich einfach liegen? Ach ja, weg mit dem Typen, kann man den schon mal lebendig beerdigen. Der wird sowieso nicht mehr wach. Nee, die hindern nicht dran. Das heißt, du hast keine Freiheit. Warum? Weil die Gesellschaft mit ihrem Verstand das als etwas Negatives ansieht. Das heißt, der sich selber umbringen will, der ist nicht mündig für sich zu entscheiden, ob der Selbstmord für ihn gut oder schlecht ist. Das ist keine Freiheit. Jemand will irgendwo runterspringen. Der will irgendwo runterspringen. Der springt runter. Erstmal, die versuchen ihn daran zu hindern. Die stehen dort, nein, nein, springen Sie nicht. Dann versucht ihn irgendjemand da wegzureißen, wenn sie können. Wenn er runtergesprungen ist und ist nicht sofort tot, dann bringen sie ihn ins Krankenhaus. Warum nehmen sie nicht seinen Körper? Ja, der ist da runtergesprungen, der ist sowieso ohnmächtig, der ist sowieso schon im Koma. Und warum nehmen sie ihn nicht ins Krankenhaus und legen ihn dort einfach irgendwo auf dem Bett und lassen ihn sterben? Der hat sowieso innere Blutung, der stirbt sowieso nach einer halben Stunde, der will doch sterben. Nee, die geben tausende Euros aus für die Intensivstation, um den noch zu reparieren. Das heißt, der hat keine Freiheit. Das heißt, in gewissen Dingen hast du hier keine Freiheit. Auch dir selber gegenüber, weil es schädlich für dich ist. So im Islam hast du keine Freiheit, Dinge zu tun, die schlecht für dich sind. Du darfst zum Beispiel dich nicht für Playboy ausziehen, weil das eine Sünde ist und weil das dir schadet im Jenseits. Du darfst zum Beispiel nicht Drogen nehmen, Alkohol trinken. Warum? Weil das schlecht ist für dich. Warum darf man sich nicht selber umbringen, aber warum darf man Alkohol zu sich nehmen? Warum? Das heißt, das ist etwas, was wir verstehen müssen. Das heißt, jede Regel, alles, was der Islam der Frau verboten hat, hat er ihr verboten, weil es schlecht für sie ist. Und alles, was er ihr erlaubt hat, oder gegen sie erlaubt hat, hat er zu ihrem Nutzen erlaubt. So, das sind die Grundprinzipien. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Fragen ein. Und ich möchte dabei, haben wir noch einen Koran hier? Und ich möchte dabei, wie schon gesagt, ich möchte nicht intensiv jede Frage beantworten. Denn es gibt diese Beantwortung von mir sowieso schon, sondern ich möchte einige neue Prinzipien oder einige neue Argumente aufzählen. Und dies ist ein Dawa-Kurs. Das heißt, ihr müsst euch nachher selber kontrollieren. Was sage ich zu dieser Frage? 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 Das heißt, jetzt wäre die Frage erstmal, wie versuchst du erstmal, wenn du mit jemandem Dawa machst, ihn erstmal für das Grundkonzept empfänglich zu machen? Denn das Problem ist, liebe Leute, wir kämpfen immer auf dem Schlachtfeld des anderen. Wenn ich ein Hockeyspieler bin und ich spiele Fußball gegen einen Fußballspieler, dann werde ich nicht gewinnen. Ich muss mit dem Fußballspieler Hockey spielen. Was will ich damit sagen? Wir diskutieren mit den Leuten immer auf der Ebene von Humanismus, Menschenrechten etc. Das heißt, du bist auf ihrem Spielfeld. Du gewinnst dort nicht. So, wir müssen sie auf das andere Spielfeld holen. Und das ist das Spielfeld, dass wir sagen, hallo, wir haben einen Gott und Gott weiß besser, was richtig für uns ist. Das ist das Grundprinzip. Deswegen, alle diese Fragen über die Frau im Islam, warum mehr Ehe, warum Schlagen, warum dieses, warum jenes, warum Kopftuch, etc. All diese Fragen kann man mit einer Sache beantworten. Mit diesem Grundkonzept, dass wir sagen, erstmal, Gott hat das bestimmt und Gott hat das Recht, das zu bestimmen, ja, weil er die absolute Souveränität genießt und Gott hat das bestimmt und weiß besser, was gut und richtig für uns ist, als wir Menschen es besser wissen. Egal, ob wir es verstehen oder nicht. Es gibt Sachen, die wir verstehen und es gibt Sachen, die wir nicht verstehen.
Punkt. Ende aus. Ich wiederhole, das ist die Antwort auf alle Fragen, die eigentlich aus diesen Grundkonzepten, die ich genannt habe, herauskommen. Das heißt, Gott hat das Recht, den Menschen zu bestimmen, was er will. Und das ist das Grundkonzept von Islam, dass man sich Gott hingibt. Und Gott weiß am besten, was gut und richtig für den Menschen ist. Sowohl von den Details her, als auch von der Zukunft her, was uns verborgen ist. Und er bestimmt nur das, was für den Menschen von Nutzen ist. Und der Mensch hat einen begrenzten Verstand. Punkt. Damit haben wir es erklärt. Warum jetzt? Ja, warum? Okay, dann jetzt kommen wir mit irgendeiner Frage. Ja, warum darf es im Islam 4 Frauen geben? Erstmal, das hat Gott bestimmt. Und Gott hat das Recht, das zu bestimmen. Weil er ist Gott, er ist der, der uns erschaffen hat. Und Islam bedeutet im Endeffekt, sich unterwerfen, sich ergeben. Das heißt, wenn Gott das sagt, müssen wir uns ergeben. Wenn Gott zu dir sagen würde, du musst auf einem Bein, den ganzen Tag auf einem Bein stehen, da bleibt dir nichts anderes zu tun, übrig, als das zu tun. Ja? So, Gott hat das bestimmt, wir müssen das tun. Und Gott weiß auch, dass hier ein Nutzen für uns ist. Ob wir das wissen oder nicht, ob wir das verstehen oder nicht. Denn wir sind begrenzt, aber Gott ist unbegrenzt. Und alles, was er uns bestimmt hat, ist gut für uns. Punkt. Schlagen der Frau. So, wir glauben, dass Gott das Recht hat, uns zu bestimmen und uns Regeln zu geben, wie er will. Und ob dir das gefällt oder nicht, ist dein eigenes Problem. Dir gefällt vielleicht auch nicht die Steuer auf eine gewisse Sache, aber du hast sie zu geben. Ansonsten musst du damit rechnen, bestraft zu werden. Hier genau dasselbe. So. Und Gott weiß besser, was gut und richtig für uns ist, als wir selber, denn sein Wissen ist unbegrenzt. Und unser Wissen ist begrenzt. Das heißt, wir können uns mit unserem Intellekt vertun, aber Gott irrt niemals. Deswegen müssen wir uns daran halten. Nächste Frage. Warum Hijab? Erstmal, das hat Gott bestimmt. Und Gott hat das Recht zu bestimmen, was er will. Und was er bestimmt, ist gut und richtig für uns, auch wenn wir es nicht erkennen, denn unser Wahrnehmungsvermögen ist begrenzt, aber Gott weiß alles. Sein Wissen ist unbegrenzt und er weiß besser, was gut für uns ist, als wir es selber wissen. Und deswegen ist die Sache gut für uns, selbst wenn wir nicht wissen, warum. So kannst du jede Frage durchgehen. Jede Frage. Und das ist gleichzeitig ein Aufruf zum Tauhid. Jetzt stell dir vor, du redest mit jemandem. Guck mal, wie super das eigentlich ist. Für die Dawa. Stell dir vor, es kommt zu dir am Dawa-Stand, kommt jemand zu dir und sagt, bei dem Islam, die Frau muss Kopftuch tragen. Das ist nur ein Beispiel, ja? Dann sagst du ja, das ist das, was Gott bestimmt hat. Wenn Gott das bestimmt, dann müssen wir uns fügen, denn Islam bedeutet, sich unterwerfen. Und wir glauben, dass Gott weiß, was gut und richtig für uns ist, weil sein Wissen ist unbegrenzt, aber unsere Wahrnehmung ist nur begrenzt und wir können irren. Das haben wir in der Geschichte oft genug gesehen. Vor 1969 war Homosexualität verboten, aber dann sagten die Menschen, es ist gut. Und morgen kann man auch den Hund heiraten. Ja, was ist denn jetzt gut für den Menschen? Ja, der Mensch ändert doch seine Meinung. Aber Gott weiß, was gut und richtig für den Menschen ist. So, stell dir mal vor, diese Antwort gibst du. Jetzt sagen manche, nein, man muss etwas geben, Hikma, damit seine Art und das kann er nicht verstehen. Das ist völliger Quatsch. Bruder, diese Antwort ist eine richtig gute Antwort. Was will er jetzt sagen? Was kann er jetzt sagen, wenn du sagst, das hat Gott bestimmt? Und wir müssen das tun, was Gott sagt. Was will er jetzt sagen? Was könntest du dir vorstellen, was er jetzt sagt? Zum Beispiel, sag mir mal was. Der sagt zu dir, warum darf im Islam der Mann 4 Frauen heiraten und links nicht? Sagen wir ja, Gott hat das bestimmt und Gott hat das Recht zu bestimmen, was er will. Wir müssen uns ihm unterwerfen, das ist Islam. Und wenn wir das tun, werden wir belohnt, wenn wir das nicht tun, werden wir bestraft. Und Gott weiß besser, was gut und richtig ist für uns als wir. Selbst wenn wir den Nutzen einer Sache nicht verstehen, so weiß Gott das, denn Gott, sein Wissen ist unbegrenzt, aber unser Wissen, unser Verstand ist nur begrenzt. Was wird der sagen? Ich würde erstmal sagen, das ist aber ungerecht. Okay, sehr gut. Er hat gesagt, er wird sagen, das ist aber ungerecht. Wisst ihr, was wir dann sagen, Bruder? Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ich euch gebe, das ist eine gute Sache. Manche werden sagen, das ist ungerecht. Komm, manche werden sagen, das ist ungerecht.
Andere werden sagen, ich glaube aber nicht, dass das von Gott ist. Ja, bitte. Und es gibt auch einige, die sagen, ich kann doch selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Ja, und ich kann selber entscheiden, was gut und schlecht ist. Guck mal, ich schreibe mir das jetzt auf. Weil das ist eine super, super Herangehensweise für uns in der Dawa. Erstens, ungerecht. Zweitens, glaube nicht. Drittens, kann selber entscheiden. Guck mal. Wisst ihr eigentlich, wie super diese Herangehensweise für die Dawa ist? Weil Brüder und Schwestern sagen immer, man muss mit Tauhid anfangen. Das ist Tauhid. Diese Fragen, die sich aus dieser eigentlich schon fast provokativen Antwort ergeben. So, erstens, ungerecht. Wenn er sagt, das ist ungerecht, jetzt kommt was ganz Wichtiges, was man sagen kann, um den erstmal seine ganze Ideologie, die er hat, seine ganzen Vorstellungen auf den Erdboden zu zerschmettern. Wir sagen zu ihm, die Frau, glauben Sie an Gott? Wenn er sagt, er glaubt nicht an Gott, guck mal, dann fängst du erstmal an, ihn von Gott zu erklären. Weil, wenn er nicht an Gott glaubt, brauchst du gar nicht großartig über Polygamie und so weiter zu reden. Verstehst du? Bruder, durch diese Fragen, deswegen habe ich gesagt, die Fragen sind für uns dazu da, um was zu haben, um einen Stepping Stone zu haben, um eine Stufe zu haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Deswegen machen wir auch Vorträge über solche Sachen, weil diese Fragen interessieren sie. Aber durch diese Fragen kommen wir zum Glauben Sie an Gott? Dann sagt er ja. Also Sie glauben, Gott hat den Menschen erschaffen. Okay, habe ich eine Frage an Sie. Wenn Gott den Menschen erschaffen hat, dann hat er die Frau erschaffen und die Frau kriegt, wenn sie ein Kind hat, Wehen. Der Mann kriegt aber keine Wehen. Ist das gerecht oder ungerecht? Guck mal, was will er jetzt sagen? Der kann nur sagen, das ist ungerecht. Da muss er sagen, ja, wenn Sie sagen, das ist ungerecht, dann haben Sie gerade gesagt, dass Gott Dinge bestimmen kann, die ungerecht sind. Guck mal, wo wir jetzt angekommen sind, Bruder. Wir sind jetzt bei einem Punkt angekommen, weil wir gehen gleich weiter, also nicht jetzt ausschalten, ja, weil das ist jetzt ein super wichtiges Thema für die Dawa. Stell dir mal vor, der sagt, das ist ungerecht. Weil normalerweise, guck mal, die Frau kriegt das Kind. Die hat unheimliche Schmerzen. Warum kriegt der Mann kein Kind? Warum kriegt der Mann keine Wehen? Zur selben Zeit, wo die Frau das Kind kriegt und hat ihre Wehen, müsste der Mann doch eigentlich auch da liegen und um vor Schmerzen schreien. Nee, aber der Mann, der freut sich nur über das Kind. Jetzt sind manche Leute schon verwirrt, die wissen gar nicht mehr, was sie darauf sagen sollen. Ja, die Frau kriegt doch das Kind. Ja, klar, die Frau kriegt das Kind. Warum hat Gott das nicht so gemacht, dass der Mann auch manchmal ein Kind kriegt? Mal kriegt die Frau das Kind, mal der Mann. Oder zumindest kriegt der Mann im selben Moment Schmerzen, damit das ausreichende Gerechtigkeit ist. So. Der wird das erstmal gar nicht so. Dann sagen wir erstmal, die Gerechtigkeit, der Tag der Gerechtigkeit müssen wir erstmal verstehen, weil hier, deswegen haben viele Christen das Christentum verlassen, weil es dort keine Antworten auf diese Fragen gibt. Warum gibt es dieses, warum gibt es jenes? Diese Welt ist erstmal ungerecht. Und Gott hat das gewollt, dass sie ungerecht ist. Da muss man kapieren. Warum hat er gewollt, dass sie ungerecht ist? Weil seine Gerechtigkeit am jüngsten Tag kommt. Diese Welt ist die Welt der Probe. Und die jenseitige Welt ist die Welt der Belohnung oder Bestrafung. Das heißt, die Manifestation der Gerechtigkeit Gottes, die gibt es wann? Im Jenseits. So jetzt, auf den ersten Blick, dass die Frau diese Schmerzen hat, ist auf den ersten Blick ungerecht. Aber jetzt gehen wir tiefer in diese Materie rein. Aber auf den zweiten Blick vergibt Gott ihr dadurch Sünden, wenn sie das mit Geduld aushält. Das heißt, das, was auf dem ersten Moment als schädliche erscheint, ist auf den zweiten Blick ein Nutzen. So,
Jetzt kommen wir zu den Regeln. Ungerecht. Zum Beispiel, ich gehe auf einen Punkt ein. Der Mann, da muss die Frau muss Kopftuch tragen, der Mann nicht. Hier sagen wir erstmal, wo ist die Ungerechtigkeit? Der Mann muss Bart tragen. Der Mann darf kein Gold tragen. Der Mann darf keine Seide tragen. Der Mann muss seine Hose über die Knöchel tragen. Viele Details. Das heißt, um zu sagen, etwas ist ungerecht, muss man alles sehen. Und wenn wir gesagt haben, und jetzt diese Sache muss man merken, wenn wir gesagt haben, Mann und Frau sind nicht gleich, so sagen wir dennoch gleichberechtigt. Denn in der einen Sache scheint es so, guck mal, das ist ein super Punkt jetzt. In der einen Sache scheint es so, als wenn der Mann einen Vorteil hat, zum Beispiel der Mann darf vier Frauen haben. In der anderen Sache scheint es so, dass die Frau einen Vorteil hat. Zum Beispiel die Frau, ja, die hat zum Beispiel das Recht, ein Mahar zu bekommen, dass sie Geld kriegt bei der Heirat. Beispielsweise. Das heißt, im Endeffekt, ja, für den Mann ist dieses verboten, für die Frau ist jenes verboten. Es gibt spezielle Verbote für Frauen, die nicht für Männer gelten. Und es gibt spezielle Verbote für Männer, die nicht für Frauen gelten. Es gibt spezielle Pflichten für Männer, die nicht für Frauen gelten. Und spezielle Pflichten für Frauen, die nicht für Männer gelten. Der Mann ist zur Wehrpflicht sozusagen verschiedenen Punkten verpflichtet. Die Frau weniger. Für wen ist das ein Vorteil auf den ersten Blick? Für die Frau. So. Der Mann muss die Frau versorgen. Die Frau muss sich den Mann versorgen. Für wen ist das auf den ersten Blick ein Vorteil? Für die Frau. Das heißt, sie sind gleichberechtigt im Sinne wie ein Test. Oder wir nehmen das Beispiel von einem Test in der Schule. Du hast zwei Schüler. Schüler Benjamin und Schüler Tim. Beide haben im Mathe-Test 90 Punkte von 100. Aber in Aufgabe A hat Benjamin 100 Punkte oder 10 Punkte. Also in Aufgabe A hat Benjamin 10 Punkte und Tim 9 Punkte. Und in anderen andersherum oder auf diese Art und Weise. Aber im Endeffekt kommt dasselbe Ergebnis raus. Also wir gehen nochmal zurück, wenn er sagt ungerecht. Ja, im Allgemeinen müssen wir zurückkommen zu diesem Konzept von Gerechtigkeit. Die zweite Sache ist, umso größer die Probe ist, umso größer ist der Lohn. Und das Leben der Gerechtigkeit, die Manifestation der Gerechtigkeit ist wann? Im Jenseits. Und Gott hat aus einer bestimmten Weisheit bestimmte Regeln herabgesandt. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal auf die Regeln ein. Gibt es irgendeine Frage dazu? Ne? Ist das angekommen, ja? Okay. So. Jetzt, der Nächste sagt, du sagst zu ihm, ja, schauen Sie mal. Gott hat das bestimmt im Koran, der sagt, ihr müsst das und das und das tun. Und Gott hat das Recht, uns zu bestimmen, was wir zu tun und zu lassen haben. Egal, ob uns das gefällt oder nicht, wir haben uns zu unterwerfen, hinzugeben. Und wenn wir das tun, werden wir belohnt. Wenn wir das nicht tun, werden wir bestraft. Du gibst direkt, das ist direkt die ganze Botschaft. Verstehst du, Bruder? Diese Antwort ist die ganze Botschaft. Jetzt sagt er, und Gott hat die Regeln bestimmt mit einer Weisheit, die wir manchmal verstehen, manchmal nicht. Und diese Weisheit, ja, und das ist auch bei den Regeln so, nochmal darauf zurückzukommen, ja, wir sagen, diese Regel ist gar nicht ungerecht für die Frau, sondern hier steht eine Weisheit drin, ja. Aber da kommen wir später drauf, ja. Das ist gut, dass du das eben gesagt hast, so. Und wir glauben, dass Gott mehr Wissen hat als wir, und Gott hat das Recht, uns das zu bestimmen. Unser Wissen ist begrenzt, das Wissen von Gott ist nicht begrenzt. So, jetzt sagt er, ich glaube nicht. Es gibt zwei Arten von ich glaube nicht. Erstens, er glaubt nicht an Gott. Dann fangen wir wieder an, Gottes Beweise zu bringen. Da kann man zum Daberkurs 1 gehen. Wie redet man mit Atheisten? Oder er sagt, ich glaube nicht, dass der Koran von Gott ist. Was machen wir dann? Da haben wir den Daberkurs. Wie beweist man, dass der Koran die Wahrheit ist? Beweise, dass der Koran die Wahrheit ist. Und den Daberkurs, wo die Sunna bewiesen wird. Punkt. Okay? So, der Nächste ist, und das ist ein Punkt, den der Bruder eben gesagt hat,
dass jemand sagt, ich kann selber entscheiden, was gut und richtig für mich ist. Guck mal, diese Frage, die ist sowas von wichtig. Das ist das Hauptproblem hier im Westen. Dass er, diesen ersten Punkt, den wir gesagt haben, Gott hat das Recht, dir zu bestimmen, was du zu tun und zu lassen hast. So. Was sagst du jetzt zu jemandem, der sagt, ich weiß selber, was gut und richtig für mich ist? Dann sagst du zu ihm, ist dein Wissen, wenn er an Gott glaubt, wenn er nicht an Gott glaubt, wieder über Gott reden. Ja? Wir sagen, glaubst du an Gott? Er sagt ja. Okay, dann fragen wir, ist Gott allwissend? Ja, okay. Bist du allwissend? Er kann nur sagen, nein. Dann sagen wir, wenn Gott allwissend ist und du bist nicht allwissend, dann weiß Gott auch besser, was gut und richtig für dich ist, als du es weißt. Dann wird er sagen, ja, ich bin nicht allwissend, aber ich weiß selber, was gut für mich ist. Dann sagen wir, dann bist du der erste Mensch in der Geschichte der Menschheit, der besser weiß, was gut und richtig für sich ist, als Gott. Wieso? Ja, guck dir mal die Geschichte der Menschheit an. Wie oft ändert man seine Meinung? Fragst, hast du schon mal deine Meinung geändert in deinem Leben? Nee, ich habe noch nie meine... Guck mal, es gibt Leute, die sind stur. Versteht ihr? Das Problem ist, Leute, ich gebe euch jetzt ein Argumentationsschema und manche Leute wenden das an und da kommen Leute, die sind einfach stur. Und er sagt, nee, ich habe meine Meinung nie geändert, ich wusste schon immer alles. Bruder, ich habe schon mit Leuten geredet, die haben gesagt, am jüngsten Tag werde ich an der rechten Gottes sitzen und entscheiden und so weiter. Leute, versteht ihr? Wir reden von dem Durchschnittsmenschen, der ein offenes Herz hat. Hast du schon mal deine Meinung geändert? Das heißt, es könnte durchaus sein, dass es etwas gibt, was du gut ansiehst und schlecht als später als falsch ansiehst. Hat dich schon mal jemand angelogen und du hast ihm geglaubt? Das ist fast jedem schon passiert. Das heißt, du hast ihm geglaubt, du hast selber gedacht, das ist richtig für dich, dem zu glauben, aber im Endeffekt hat sich ergeben, dass du angelogen worden bist. Hast du in der Geschichte der Menschheit nicht gesehen, wie oft Menschen ihre Meinung verändert haben? Und wie oft Menschen Gewalttaten praktiziert haben, Schlechtes getan haben und gedacht haben, sie sind im Recht? Jeder Völkermord, jeder Krieg, wo Leute kleine Kinder umbringen, die denken, die sind im Recht. Durch diese Propaganda. Und hier haben wir die Propaganda, die westliche Propaganda. Genau das. Ich weiß selber, was gut und richtig für mich ist. Ja. Wie oft gab es Dinge, die du gegessen hast, von denen du gesagt hast, die sind gut für dich und die waren nachher schlecht für dich? Bestes Beispiel Milch. Milch wird seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, als ganz gesunde Sache verkauft. Man hat aber festgestellt, dass Milch schädlich ist. Zu viel Milchkonsum krebserzeugend ist. Ich bin schon fast milchsüchtig. Steht ihr? Das heißt, man muss weniger Milch trinken eigentlich. Aber das wurde die ganze Zeit so verkauft, dass Milch besonders gut für den Menschen ist. Das heißt, derjenige, der sagt, ich kann selber entscheiden, der belügt sich ganz klar und deutlich selber. So, das war jetzt die erste Frage, die erste Antwort, die wir auf alle Fragen geben können. Wir glauben, dass Gott die Souveränität hat und das Recht hat, uns zu bestimmen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und wir als Menschen müssen uns unterwerfen. Islam bedeutet sich unterwerfen, sich hingeben. Wenn wir das tun, werden wir belohnt. Wenn wir es nicht tun, werden wir bestraft. Und Gott weiß besser, was gut und richtig für uns ist. Denn sein Verstand, oder nicht sein Verstand, sein Wissen ist unbegrenzt. Aber unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Und deswegen weiß Gott besser, was gut und richtig für uns ist. Und alles, was er uns bestimmt hat, hat eine Weisheit, ist gut und richtig, egal ob wir die Weisheit erkennen oder nicht. Manchmal erkennen wir sie, manchmal erkennen wir sie nicht, weil unsere Wahrnehmung begrenzt ist. Zack, da ist die Antwort, merkt ihr die Antwort, üb die, schreib sie auf, üb sie vom Spiegel, antwort auf jede Frage über den Islam, nicht nur für die Rolle der Frau.